Spielen hier mal weiter. Wir beginnen nächstes Kapitel des DLCs. Also bald ist es zu Ende. Das Ende ist dann Sicht. Es ist bald geschafft. Bald haben wir den Nightmares durchgespielt. Nicht mehr lange. Und unsere erste Mission ist hier vom Dach des Fahrstuhls zu entkommen. Okay, ich sehe schon, worauf das hinausläuft, wo wir hin müssen. Genau dorthin. Willkommen zurück zu einem neuen Part. Oh, die Nummer. Willkommen zu einem neuen Part, zu einem neuen Stream, zu einer neuen Aufzeichnung. Little Nightmares mit dem Zwergenfürst. Das DLC. Wie hieß das noch gleich? Das DLC. Mein Handy vibriert hier die ganze Zeit. Ich streame gerade, ich kann gerade nicht. Was ist hier los? Was gibt's? Unwichtig. Unwichtig. Mal das Handy auf Stumm stellen wäre nicht schlecht. Ach, egal. Mein Kapitel Tod. Oder Kapitel Tod. Willkommen beim Stream. Willkommen in der Community. Kann ich die Bücher hier greifen? Das wäre zu geil. Nee, kann ich nicht. Sofa. Mein Kapitel Tod. Du bist wohl der Kapitale Tod. So, das Buch können wir nehmen. Das ist gut. Können wir es gleich mal in den Ofen werfen? Bücherverbrennung. Schade. Das Gitter verhindert es. Zum Glück. Ich muss das Buch nicht verbrennen. So, hier geht's weiter. Den ziemlich dunklen Korridor. Wir machen ein bisschen Licht an, damit wir hier ein bisschen was sehen. So, was gibt's hier? Da kommen wir nicht hoch. Das ist einfach zu klein für. Also gehen wir mal den Gang lang. Bücherstapel. Hochsteigen vom Bücherstapel. Hier wurden ganz viele Bücher aus dem Regal geworfen, wie es ausschaut. Hat es wohl ein heftiges Erdbeben gegeben oder ähnliches. Hier haben wir einen Stuhl. Können wir da hoch? Tatsache. Wir sind oben. Ich sehe ja relativ wenig. Und mit der Schnampe. Oh, Licht. Noch nicht angemacht. Hier haben wir eine Flasche. Vielleicht mal Korken und ein wenig saufen. Ne, wir holen uns Zettel raus oder so. Die Flasche können wir runterwerfen. Können wir hier hoch. Okay. Hier noch ein paar kleine Extras. Secret Room. Wenn man so will. Ach du Schreck. Ah, jetzt sind wir auf der anderen Seite. Da wo die. Da wo wir mit der Kleinen nicht hin konnten. Danke schon mal für die 3 Likes. Die 3 Däumchen. Unterm Stream. Hier müssen wir vorbeikommen, ohne gesehen zu werden. Wie haben wir das mit der Six gemacht? In der Hauptstory. Wie haben wir das angestellt? War das Schleichen oder wie war hier die Sache? Irgendwie haben wir das hingekriegt. Sie lang schleichen. Hier lang.
Das scheint zu klappen. Sehr gut. Schnell an der Madame vorbei. Der hat ganz viele Puppen in ihrem Schrank. Oh je. Können wir das Licht ausmachen? Sehr gut. Sieht sonst nicht. Oha. Was ein übergroßer Raum. Oh, ein Gnom. Wo gehst denn du lang? Statuen. Hier sind Platten mit verschiedenen Mustern. Warum? Ich kann man die Statuen verschieben. Können wir das tun? Müssen wir das vielleicht sogar tun? Um hier weiterzukommen. Können wir das überhaupt tun? Nicht wirklich. Die Tastatur macht knatsch, knatsch. Meine Blechtastatur. Was ein großartiger Raum hier. Das ist ja wirklich. Es wird jetzt zum Ende hier nochmal richtig. Richtig spannend. Erinnert sich hier so ein wenig an Resident Evil. Also diese Raum mit zwei Etagen und so. Einen großen Treppe in der Mitte erinnert mich immer so ein bisschen an Resident Evil 1. Irgendwie ist das immer Resident Evil. Hier können wir lang. Hier haben wir die kleine Figur. Oh shit. Ich glaube, das war ein Fehler. Figur wieder hinstellen. ein Indiana Jones Rätsel. Wie können wir damit entkommen? Können wir die Figur ausziehen? Dann schließt sich die Tür. Und die Decke fährt hinab. Wir brauchen eine andere Figur, die wir anstelle der Figur hinstellen können. Okay, verstehe. Nicht schwer. Nicht schwer zu kapieren. Finden wir hier noch irgendwas oder müssen wir gucken, ob wir da unten was kriegen? Okay. Hier haben wir Bücher. Buch da drauf zu legen wäre nicht die Lösung. Im Austausch. Figur. Schweres Buch drauf. Da sollst du doch hoch. So, hier mal hochkraxeln. Aha. Das bringt recht wenig. Können wir gerade mal verschieben. Zum Glück eine Schiebeleiter. Juti. Vielleicht können wir hier lang. Sehr gut, da können wir lang. Da war ein Buch. Vielleicht ist das doch die Lösung. Einfach die Bücher zu benutzen. Eine Stapel Bücher auf die. Auf die Sache zu werfen, zu legen. Damit ein Gewichtsausgleich und so weiter. So, hier mal an der Leiter. Puh, zum Glück nicht gestorben. Und da tut das Buch das hier schon. Schwer genug. Ich
schaffe dich einfach mal hier in den Raum rein. Da drüben versuchen wir es mal. Wir können ja noch zurück. Probieren geht über Studieren. Wir haben das Buch ja bestimmt nicht umsonst darunter geholt. Ich probiere es mal mit dem einen Buch hier. So. Ich will nur hier mal abstellen. Und dann schnell. Ich glaube, das bringt relativ wenig. Puh. Das war ja hier schon fast knapp. Wir brauchen mal etwas, was in den Schlitz reinpasst. Das bringt uns relativ wenig. Mit Büchern da zur Hand haben. Das könnten wir auch verschieben. Sollten wir vielleicht. Ja, hier. Wenn wir nach rechts verschieben, die Leiter. So hoch hier. Kletter, 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 kletter. So, da sind wir oben. Was hilft uns das jetzt weiter? Können wir irgendwie den Globus verstellen? Nicht wirklich. Können wir mit dem Schalter was machen? Da haben wir ein großes Schloss vor der Tür. Aha. Knopf drücken. Es bringt nichts. Okay, durch den Lichtschein können wir laufen. So gefährlich ist denn nicht. Es bringt noch nichts mit dem Hebel. Ah, okay, jetzt wird das Auge geblendet. Können wir jetzt schieben? Okay, ich muss alle Augen irgendwie blenden, damit hier was passieren kann. Hier sind viele Augen. Ich vermute aber, dass die Augen da oben erstmal gefragt sind. Okay. Das jetzt noch verschieben. Dann verschieben wir nur die, damit verschieben wir die Spiegel. Verstehe. Wenn wir jetzt hier so machen, verschieben wir den Spiegel. Wenn wir es so machen, verschieben wir den Spiegel. Den brauchen wir noch. Nee, so ist falsch. Das war eigentlich schon ganz richtig. Mystery Toad. Ich vermute, es ist ein zweiter Account von Capital Toad. Ich glaube, du musst den Planeten in der richtigen Reihenfolge bekommen. Nee, ich muss die Spiegel hier verschieben. Das ist die Sache. Wenn ich hier den Hebel drücke, den Hebel verschiebe, da bewegt sich auch das hintere. So bewege ich das hier. Das ist gerade auf den. Also ich muss jetzt hier nochmal. Ich glaube, damit muss ich jetzt hier nochmal verschieben. Wenn ich jetzt den Knopf drücke, dann bewegt sich hier das dort auf das Auge zu. Jetzt brauche ich noch eins, was irgendwie das dritte Auge deaktiviert. Genau so. Jetzt leuchten hier alle drei Augen. Das sind alle drei Augen. Blind. Das bringt mir jetzt was? Auf jeden Fall sind jetzt alle drei Augen blind. Das ist schon mal das Richtige. Das ist schon mal das, was es sein sollte. Ich kann jetzt hier hoch.
aufs Regal klettern. Wenn ich da hinten durch eine Tür käme oder so, das wäre was wert, aber.